Hallo und herzlich willkommen in der 53. Folge hier bei Let's Play Transport Fever. Und wir wollen hier die Rodelpiste anschließen an das Straßennetz. Tun wir einfach mal so eine Straße hin. Diese lassen wir jetzt hier runterhangeln. Zack. Uiuiui, habe ich mich jetzt erschrocken. Kesselwagen, offener Güterwagen und Verbundswagen, nee, Verbandswagen. Okay. Okay, das Stück hier, das reißen wir nochmal ab. Es geht nämlich eher wieder in die Höhe als in die Tiefe. Genau. Hoppla. So, das ist wahrscheinlich jetzt der letzte Schliff. Und angeschlossen das Ganze. Super. Können wir mal das Terraform-Tool gleich ausnutzen hier. Das ein bisschen ebenen. Da schaut es doch auch gleich viel besser aus. Pixelstärke hoch, damit es etwas schneller geht. Und das kostet natürlich auch etwas an Geld. Aber das Geld haben wir gerade. Zack. So, zucki zucki. Können wir das nämlich auch wieder verschwinden lassen. So. Das sieht das nämlich nicht so schroff aus. Auch hier oben können wir ein bisschen angleichen. So. Und hier weiter unten geht's weiter. Hier, dass das nicht so schroff abklingt. So, alles fein gemildert. Hier natürlich auch, dass das ein bisschen feiner hier rausgeht. Diese Steinwand oder Steilwand, wie man sie auch nennt. So, hier alles fein gemacht. Schaut aber schon super aus. Solange das im Plusbereich ist, ist das alles noch in Ordnung. Hier kann man auch noch mal glätten und hier auch. Alles auf Gunst der Stadt. Kann man das ja auch noch mal ausnutzen. Das schaut doch alles viel besser aus, wenn man das so hat. Im Endeffekt. Haben sie sich was Gutes einfallen lassen, die Entwickler? Eine sehr gute Erfindung. So. Tülülüp. Transportlöwe, erreiche einen Kontostand von 100 Millionen ohne Schulden. 100 Millionen. Super. Sehr gut. 100 Millionen gewonnen. Millionen. 100 Millionen. Sehr schön. Super. So, da können wir ja hier hinten, ne,
Wir haben jetzt hier eine Linie und das sieht doch von oben auch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Wenn ich mir das hier so anschaue. Die Straße, die hat irgendwie was nach da oben. Schaut nicht schlecht aus auf jeden Fall. Können wir auf jeden Fall erstmal so abstecken. Erstmal ein bisschen weiter mit der Bewälderung. Nämlich da und da. Zack, zack, zack. Es kommt wieder ein unangenehmes Geräusch für euch. Und hier haben wir noch nicht geklettert. Zack. Zack, zack, zack. Kommt mal die Fahrt auch ein bisschen länger vor. Wenn ihr dann ja mitten durch den Wald geht. Manchmal sind nur so kleine Lichtungen drin. Wegen den ganzen Bauarbeiten. Und da werden wir natürlich auch genau eine Linie erstellen. Ah ja, es ist ein unangenehmes Geräusch. Ich wundere, dass es nichts kostet. Irgendwie vor dem Patch hat es was gekostet. Ich reg mich da jetzt nicht drüber auf, aber sind weniger Kosten für mich. Dennoch müsste es eigentlich was kosten, ne? So. Oder die Waldfee. So, jetzt kriegen wir hier noch ein bisschen Mischwald rein, das Ganze. Ne, das ist Mischwald. Es geht ein bisschen schwieriger. Und dauert auch ein bisschen länger. Ich kann es auch so machen. Zack. Alter Vater. Ist das ein unangenehmes Geräusch. Sehr unangenehm. Sehr gut. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen näher rein. Und setzen wir die Laubbäume. Zack, zack, zack. Muss ich das immer so ein paar Abteile abteilt. Das sieht es auch später ganz gut aus. Zack, zack. Uiuiuiui. Aufforstungsarbeiten sind das hier. Ja, Wein am Südhang. Weinberge kann man dann schon dazu sagen. Oh, das Geräusch ist ätzend. Gerade wenn man hier draußen ist und den da macht. Alter Vater. Das ist noch ätzender. Das dauert auch länger. Bei mir schneit es gerade draußen. Also im echten Leben. Im echten Leben. Es ist auch gerade wieder minus 6 Grad.
wird wieder etwas kälter. Aber es ist eine kleine Aufnahmesession wieder am Laufen hier. Alto Belli. Es ist teilweise sehr anstrengend. Ja, hier ist so ein bisschen der Steilhang. Hier sind ein paar Bäume hier oben. Hier ist dann so ein bisschen herunter. Über die Straße drüber. Dann hier so hoch. Ein bisschen den Wald abgrenzen. Dass es nicht über die komplette Strecke geht hier. Eieiei. Das sind Bäume. Aber ich habe in meiner anderen Map noch mehr Bäume und da bin ich schon im Jahr 3000 irgendwas. Na, 3000 noch nicht ganz, aber fast. Oder? Doch eigentlich schon. 3200 bin ich da gerade. Oder bei Jahr 2300. Irgendwie so. Wird schon irgendwas sein. Bin ich gerade am Umbauen. Das spiele ich auch mit ein paar Mods. Und ich muss sagen, die ganzen Mods, zumindest die 5-Sterne-Bewertungen haben. Und einer ist ja ganz groß dabei. Mir ist aber gerade der Name entfallen. Der macht sehr gute Mods für Transport Fever. So. Und wie ich hier den Berg fertig bekomme, das seht ihr in der nächsten Folge. Wir machen ja nur noch den Teil und den da drüben so ein bisschen so überfliegen und das war's. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Ciao, ciao.